Autos, stromfressende Elektrogeräte und Klimakiller wie CO2 belasten unsere Umwelt täglich. Nur die wenigsten gestalten ihren Alltag umweltfreundlich. Möglichkeiten gibt es jedoch viele. Ein ganz besonderes Projekt hat der Lehrstuhl für Umweltmanagement an der Universität Hohenheim ins Leben gerufen. Hier gibt es den ersten klimaneutralen Lehrstuhl Deutschlands. Was tun die Baden-Württemberger, um Energie zu sparen? Und was steckt eigentlich hinter klimaneutral? Menschen brauchen und verbrauchen Unmengen an Energie. Dabei entsteht CO2, ein Treibhausgas. CO2 verstärkt den Klimawandel. Einer der größten Energiefresser ist das Auto. Pro Jahr blasen die Autos allein in Deutschland 90 Millionen Tonnen CO2 in die Luft. Aber auch Waschmaschinen, schlecht gedämmte Fenster oder Standby-Schaltungen verbrauchen Energie. Was tun die Menschen dagegen? Okay, also nicht irgendwie nutzlos Lichter anlassen, zum Beispiel in der Wohnung, also immer wenn man einen Raum verlässt, dann eben das Licht ausmachen. Energie gehört auch Wasser dazu, also nicht nutzlos irgendwie beim Zähneputzen oder Rasieren das Wasser laufen lassen. Ja, aber gut, ich fahre zu viel Auto, glaube ich. Ich könnte ein bisschen mehr Straßenbahn fahren, aber naja. Relativ wenig noch, leider. Ich muss ihn gerade bei, das auszurenovieren. Mit Dachisolierung und sind am Überlegen, ob wir auf Erdwärme umstellen. Zunächst mal saubere Wärmedämmung halt im Haus, dann haben wir eine Solaranlage auf dem Dach und eine Wärmepumpe als Heizungsanlage. Und ich glaube, das ist ja ganz ordentlich. Ganz auf Energie verzichten ist unmöglich, aber Energie einsparen, das geht, wie der Lehrstuhl für Umweltmanagement an der Uni Hohenheim zeigt. Professor Werner Schulz und sein Team haben Deutschlands ersten klimaneutralen Lehrstuhl ins Leben gerufen. Was bedeutet das eigentlich, klimaneutral? Einem Kind würde ich sagen, dein Lebensstil, du isst, du trinkst, du brauchst Wärme, ist nicht zum Nulltarif für die Umwelt zu haben. Das heißt, es entstehen Klimagase durch das Autofahren. Die kannst du aber an einer anderen Stelle reduzieren, indem du dort nicht mehr so viel Klimagase produzierst. Und wenn du jetzt beides zusammenpackst, das, was du hier verursachst und auf der anderen Stelle wegnimmst, haben wir kein Gas. Das ist doch praktisch neutral. Zuerst hat das Team ermittelt, wo sich Energie einsparen lässt. Beim Heizen, alten Elektrogeräten oder überflüssigem Licht. Mit Abstand am meisten Energie aber schlucken die Autos. Ein Fahrrad muss her oder ein Auto, das nicht qualmt. Der Trick dabei, klimaneutral durch Pflanzenöl. Salatöl kostet momentan der Liter ungefähr 50 Eurocent. Und normales Diesel haben momentan einen Preis von knapp über 1 Euro. Also ungefähr 50% der Kosten spare ich ein. Und was ebenso wichtig ist, ist, dass ich hier mit dem Auto CO2-neutral fahre. Das bedeutet, dieses CO2, das die Rapsölpflanze aufgenommen hat, wird wieder abgegeben durch das Verbrennen beim Autofahren. Auch die Studenten und Mitarbeiter machen mit. Wer nicht mit dem Fahrrad kommt, bildet eine Fahrgemeinschaft, dem Klima zuliebe. Ja, wir kommen jetzt gerade aus Tübingen mit zwei Unibussen zur Vorlesung Umweltmanagement und sparen uns halt die Treibstoffkosten dadurch, dass wir halt eben mit den zwei Bussen 18 Leute reinkriegen und nicht jeder selber fahren muss. In der Vorlesung lernen die Unternehmer von morgen, wie man in einem Betrieb Energie sparen kann. Professor Schulz und sein Team zeigen, dass die Rechnung aufgeht. Der Lehrstuhl verursacht 36 Tonnen CO2. 4 Tonnen werden am Lehrstuhl selbst gespart, die restlichen 32 Tonnen am anderen Ende der Welt. In Eritrea finanzieren die Hohenheimer die Herstellung von besonders energieeffizienten Öfen. Die Klimabilanz des Lehrstuhls ist ausgeglichen, die der Gesellschaft noch lange nicht, solange der Klimakiller Nummer 1, das Auto, weiterhin die Luft verpestet.